begrüßen. Thema Palliativstation, ist der Weg da zu Ende? Wo geht es eigentlich hin? Wo geht es weiter? Und ich weiß, dass auf allen Kanälen zwei Kolleginnen angekündigt waren für Sie, einmal die Frau Dr. Hölzer und die Frau Dr. Kolbe, die unsere Palliativstation hauptsächlich betreuen. Die haben Sie jetzt erwartet. Stattdessen finden Sie jetzt mich vor und neben mir virtuell sitzt die Frau Dr. Schmitz. Frau Hölzer und Frau Kolbe sind erkrankt. Deshalb sind wir beide ganz kurzfristig eingesprungen. Wir hoffen, wir können Ihre Fragen genauso gut beantworten und können Ihnen ein genauso spannendes Webinar bieten. Ich war lange Zeit oberärztlich für die Palliativstation in Altona zuständig, vorher auch lange Zeit im UKE. Seit 2 Jahren bin ich Chefärztin in der onkologischen Rehabilitation in Westerland auf Sylt. Hier sitze ich auch gerade in meiner Küche, ganz privat. Und neben mir, wie gesagt, sitzt die Frau Dr. Schmitz, die seit 1. Juli in Altona auch tätig ist und auch unser Palliativteam dort maßgeblich verstärkt. Deswegen sind wir die zwei Auserkorenen, diesen Abend jetzt mit Ihnen zusammen zu begleiten. Und die Frau Schmitz wird auch noch ein paar kurze Worte über sich selber sagen. Ja, vielen lieben Dank für die Einleitung. Auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend aus Altona, wohlgemerkt. Und liebe Grüße nach Sylt. Und ja, ich hoffe auch, dass wir Ihre Fragen Ihren Wünschen nach entsprechend beantworten können. Ich bin, wie gesagt, seit dem 1. Juli hier im Hause, bin Fachärztin für Innere Medizin und Zusatzbezeichnung Palliativmedizin und freue mich jetzt auf das gemeinsame Webinar mit Ihnen. Perfekt, dann habe ich hier meine Dias, wie schön. Palliativstation, ist der Weg dort zu Ende oder wie geht es weiter? Das ist ja eine Frage, die wir ganz, ganz häufig in der Klinik gestellt bekommen. Gehe ich jetzt in den Himmel? In Altona ist es ja auch noch perspektivisch ja im 18. Stock. Ist das jetzt mein letzter Weg, den ich antrete? Und diese Frage wollen wir natürlich in allererster Linie für Sie beantworten. Und um Ihnen mal zu zeigen, wie es bei uns auf der Palliativstation aussieht, habe ich Ihnen dieses Bild mitgebracht. Das war noch zu meiner aktiven Zeit in Altona, habe ich das fotografiert. Die Patienten und die Patientinnen waren auch einverstanden, dass ich das mache und haben auch ausdrücklich erlaubt, dass wir dieses Bild für solche Vorträge verwenden dürfen. Und was Sie da sehen, die beiden Patienten haben sich auf der Palliativstation bei uns kennengelernt, die Patientin Sauerstoff versorgt, das sehen Sie vielleicht an dem Schlauch, den sie hat, der Herr auch im Rollstuhl, aber Sie sehen, die Stimmung ist ja eigentlich ganz gut. Und das ist das, was wir beide Ihnen heute gerne mitgeben möchten, dass eine palliativmedizinische Betreuung oder auch ein Aufenthalt auf der Palliativstation eben nicht das Ende des Weges sein muss und auch gar nicht sein soll. Palliativmedizin, das finde ich eine gute Aussage von Herrn Hoppe, das war mal der Ärztekammerpräsident vor Herrn Montgomery, der hat mal gesagt, Palliativmedizin gehört zum Aufgabenbereich jedes Arztes. Das ist eine Aussage, die ich zu 100% unterstützen würde. Ich glaube, jeder, egal ob Allgemeinmediziner, Dermatologe, Onkologe, Neurologe, Geriater, wir alle sollten doch ein gewisses Grundverständnis von Palliativmedizin mitbringen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass es jetzt sehr breit auch im Medizinstudium gelehrt wird, weil ich glaube, es schadet keinem von uns, wenn wir uns in diesem Fach ein bisschen auskennen und alle von uns werden auch früher oder später mit dem Thema konfrontiert werden. Die WHO hat 2002 eine, finde ich, extrem gute Definition geliefert für Palliativmedizin. Einmal, es geht um die Lebensqualität.
Es geht um die Lebensqualität der Patienten, es geht aber auch um die Lebensqualität der Angehörigen. Das ist so ziemlich die einzige Definition, die mir jetzt so spontan bekannt ist, wo die Angehörigen aktiv auch genannt werden. Und wir wissen ja, dass die Angehörigen mindestens, wenn nicht noch mehr, belastet sind durch die Situation als die Patienten. Also ganz wichtig, dass Angehörige in der Palliativmedizin eine Rolle spielen. Und um die Lebensqualität zu verbessern, wollen wir Leid verhindern oder einem Leiden vorbeugen. Ganz häufig erleben wir in unserer palliativmedizinischen Tätigkeit, dass Menschen Angst haben zu ersticken, dass Menschen Angst haben, große Schmerzen erleiden zu müssen vor dem Tod. Ich habe einige Angehörige kennengelernt, die gesagt haben, ja, oder Patienten auch, die gesagt haben, mein Vater, der ist verreckt damals am Krebs. Sowas wollen wir natürlich vermeiden, auf jeden Fall vermeiden, und ich glaube, wir können es auch in der Palliativmedizin. Also es muss keiner verrecken. Ganz, ganz fürchterliches Wort. Und es gibt auch nicht das Wort austherapiert in der Palliativmedizin, weil wir immer bis zum Tod des Patienten und auch darüber hinaus eben für die Angehörigen was tun können. Und das ist in diese Definition eingegangen, deswegen finde ich die eigentlich sehr, sehr schön. Mittlerweile ist palliativmedizinische Betreuung in Deutschland ein völlig unumstrittener Bestandteil der medizinischen Versorgung. Wir wollen allen Menschen ein selbstbestimmtes und würdiges Leben eben wirklich bis zum letzten Tag ermöglichen, und das entspricht natürlich unseren Vorstellungen, unseren gesellschaftlichen Vorstellungen. Unterstützt wurde das 2015. Da gab es ein Gesetz zur Hospiz- und Palliativversorgung, was am 8. Dezember in Kraft getreten ist, und dadurch wurde natürlich Finanzierung gesichert. Es wurde gesichert, dass wir ambulante Versorgungsstrukturen ausbauen konnten. Gerade die spezialisierte ambulante Palliativversorgung und auch der Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung ist in diesem Gesetz verankert, und es hat das Ganze sicher erleichtert. Die Palliativmedizin an sich geht auf eigentlich eine Frau zurück, Cicely Saunders. Sie hat in London das erste Hospiz gegründet. Sie war erst Krankenschwester, war dann auch als Sozialarbeiterin unterwegs, war da mit der unzureichenden Versorgung von Krebspatienten konfrontiert. Dann hat sie Medizin studiert und letztendlich ein Heim für Sterbende gegründet mit adäquater Sterbebegleitung und Schmerztherapie, und wollte eine lebenswerte Zeit bis zum Tod der Patienten ermöglichen. Und sie ist eigentlich die Gründerin der Hospizbewegung der Palliativmedizin. Sie hat dann um dieses St. Christophers Hospice ein Homecare-Team auch gegründet. Das war ja 1969 wahnsinnig modern, müssen Sie sich vorstellen. Und letztendlich sind dann mehrere Palliativstationen im Verlauf entstanden. Die erste dann in Montreal in Kanada. In Deutschland, wir waren ein bisschen später dran, 83 die erste Palliativstation an der Uni in Köln. Das erste Hospiz gab es in Aachen 3 Jahre später, und dann ging es relativ zackig voran. Es wurde die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin gegründet, es wurde dann auch eine Professur, ein Lehrstuhl eingerichtet. Dann konnten wir als Fachärzte, egal welcher Fachrichtung, die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin erwerben. Es wurde dann eine abrechenbare Ziffer geschaffen. Die ambulante Versorgung wurde praktisch strukturiert, und es gab eine Richtlinie, wie sie abzulaufen hat. Und letztendlich seit 2009 ist das ein Teil der Ausbildung von Medizinstudenten und sicher auch enorm wichtig in der studentischen Lehre, dieses Fach da auch zu verankern und aufzunehmen. Also das war praktisch die Geschichte in Deutschland. Auch die Palliativmedizin hat natürlich einen Behandlungsauftrag. Es ist kein Heilauftrag, aber wenn wir keine kausale Therapie mehr haben,
dann gilt es eben, individuelle Lösungen zu suchen. Und dann geht es uns jetzt natürlich nicht um die Heilung, sondern es geht uns, wie es schon in der Definition der WHO war, um die Linderung des Leidens und um einen Beistand auch im Sterben. Cicely Saunders hat schon 1977 Grundsätze formuliert. Um was geht es uns in der Palliativmedizin? Erstmal um die Bejahung des Lebens, um die Akzeptanz, dass der Tod eben tatsächlich ein Teil des Lebens ist. Wir wollen jeden Patienten multidisziplinär betreuen, individuell betreuen. Es geht nicht nur um die physischen, also um die körperlichen Bedürfnisse, sondern auch um die psychosozialen und um die spirituellen Bedürfnisse der Patienten. Und auch sie formuliert hier schon, das sehen Sie hier, die Angehörigen sind ein Teil. Es geht natürlich darum, Schmerzen zu kontrollieren, Luftnot zu kontrollieren, psychische Beschwerden zu kontrollieren. Wir haben speziell geschulte Pflegekräfte und beruht natürlich auf einem besonderen Vertrauensverhältnis. Aber was das Moderne ist, ist, dass die Cicely Saunders das tatsächlich 1977 schon so visionär vor Augen hatte. Oh, das war die falsche Taste. Müssen wir jetzt mal, Entschuldigung, das war der Pfeil, der uns zum Ende des Vortrags bringt, aber so weit sind wir noch nicht. Ein Grundsatz der Palliativmedizin ist auch, dass der Patient in der Umgebung seiner Wahl behandelt werden kann. Und das Thema dieses Webinars heute ist ja auch, ist die Palliativstation das Ende des Wegs? Und auch das hat sie formuliert. Wir wollen alle betreuen bis zum Tod und auch über den Tod hinaus. Auch das ist was Besonderes in der Palliativmedizin, dass wir lange den Kontakt auch mit Angehörigen halten, wenn sie das wünschen. Das Team soll zentral koordiniert werden. Ehrenamtliche spielen eine große Rolle in der Palliativmedizin, mehr als in anderen Fächern. Natürlich geht es auch um Forschung und es geht um den Unterricht und die Ausbildung aller Berufsgruppen, natürlich auch der Pflegekräfte, selbstverständlich. Und wie gesagt, das sind Forderungen, die Cicely Saunders eben schon vor fast 50 Jahren formuliert und gestellt hat. Wie sieht jetzt aber das Lebensende von onkologischen Patienten aus? Das kann man so zusammenfassen: Obwohl die Palliativmedizin an Stellenwert gewonnen hat in den letzten 10 Jahren, obwohl sie sehr integraler Bestandteil der medizinischen Versorgung ist, trotzdem werden Patienten kurz vor ihrem Tod mit einer unheilbaren Krebserkrankung in den Notaufnahmen aufgenommen, auf die Intensivstationen gelegt. Sie bekommen noch ganz viele Therapien, teilweise wirklich bis zum Tod bis einen Tag zuvor. Und das ist natürlich alles zu hinterfragen. Und diese Grafik, die ich jetzt hier zeige, die ist schon ein paar Jahre alt. Also da ging es um die Entwicklung bis zum Jahr 2000. Aktuell habe ich einen Studenten betreut, der untersucht hat, was hat sich denn eigentlich seit 2000 verändert in den letzten 20 Jahren. Und da muss man sagen, es hat sich gar nichts verändert. Also nach wie vor therapieren wir Patienten wirklich sehr, sehr lange bis an ihr Lebensende heran. Und es ist natürlich oft zu hinterfragen, tun wir den Patienten damit wirklich was Gutes? In der Palliativmedizin geht es ja um die Symptomkontrolle. Ich habe das hier in Anführungszeichen gesetzt, weil es geht nicht nur um die körperlichen Symptome, die jeder so im Kopf hat, auch nicht um die Ängste, sondern für viele Patienten ist es auch schwierig, sich mit dieser Institution Krankenhaus nochmal auseinanderzusetzen, mit der eigenen Hilfsbedürftigkeit, mit dem Aufkommen von spirituellen Fragen. Glaube ich an Gott? Habe ich das verdient? Will der mich bestrafen? Es geht natürlich auch um die Beziehungen innerhalb der Familie und manchmal auch um existenzielle Bedrohungen. Auch das sind für mich Symptome. Klassischerweise sind es natürlich diese Symptome, die uns sehr viel beschäftigen als Ärzte: Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Wasseransammlungen in der Lunge oder auch im Bauch, Unruhe und Verwirrtheit, Schwäche.
ein Abnehmen der Körpermasse, aber auch Depression und Angst. Das sind die häufigsten Symptome der Patienten, die auf einer Palliativstation behandelt werden. Was sind es jetzt in der Regel für Patienten? Es sind vor allem Patienten mit malignen Erkrankungen. Das sind 98 oder 97%. Der Rest sehen Sie hier, neurologische Erkrankungen. ALS ist da ein Thema. Kardiale Erkrankungen, 0,6%, sehr, sehr wenig, obwohl auch diese Patienten ja in ihrer letzten Lebensphase, glaube ich, sehr von der palliativmedizinischen Betreuung profitieren. Respiratorische Erkrankungen, HIV und AIDS, jetzt kein Thema mehr. Die HIV-Patienten haben ja zur Entstehung von vielen, vielen Hospizen auch beigetragen, sind jetzt aber durch das, dass sie so gut und ja, gut behandelt werden können, sicher nicht mehr das Hauptklientel auf den Palliativstationen. Das sind tatsächlich Patienten mit Tumorerkrankungen. Was so die Altersverteilung angeht, sind es am meisten Patienten zwischen dem 70. und dem 80. Lebensjahr, ist sicher auch dem geschuldet, weil das ist natürlich die Zeit, der Zeitraum, wo die meisten Patienten auch an Krebs erkranken. Eine Palliativstation ist eine spezialisierte Einrichtung zur Versorgung schwerstkranker und sterbender Patienten. Ziel ist eine Verbesserung oder eine Stabilisierung der Krankheitssituation und dann die Entlassung, soweit es geht, nach Hause. Und ich zeige Ihnen auch, warum das so eins der Hauptziele ist, weil ich habe ein Dia mitgebracht von der Bertelsmann Stiftung, wo wollen eigentlich die Deutschen sterben? Und das ist in der Mehrzahl zu Hause. Das Merkmal auf der Palliativstation ist eine ganzheitliche, eine multiprofessionelle Betreuung. Da spielen wir Ärzte einen Teil, aber sicher nicht den maßgeblichen Teil, würde ich sagen, sondern viele, viele andere Berufsgruppen, allen voran die Psychologen natürlich, die Sozialarbeiter oder auch die Seelsorger. Die nehmen auf einer Palliativstation natürlich viel, viel mehr Raum ein als auf einer anderen akutmedizinischen Station. Aufnahmekriterium für die Palliativstation ist eine fortgeschrittene Erkrankung, die nicht mehr heilbar ist und die Symptome macht wie Schmerzen oder auch andere. Und wenn dazu auch noch solche psychosozialen Probleme kommen, wie Ängste beispielsweise, dann verstärkt das natürlich die Dringlichkeit der Aufnahme. Das ist die Palliativversorgung. Natürlich geht es um die Symptomkontrolle, das habe ich jetzt mehrfach schon erwähnt, aber auch um die psychosoziale und die spirituelle Begleitung. Das ist ganz wichtig. Was auch wichtig ist, wir wollen vorausschauend die Versorgung planen. Wir wollen nicht, dass der Weg auf der Palliativstation zu Ende ist. Wenn es so ist, selbstverständlich, also natürlich haben wir eine Reihe von Patienten, die auf der Palliativstation auch versterben. Aber ich glaube, wir haben einen größeren Prozentsatz an Patienten, die wir von der Palliativstation in die Umgebung verlegen oder entlassen, wo sie auch dann versterben möchten. Und die Angehörigen, sehen Sie auch hier, spielen eben auch immer eine Rolle. Wichtig ist für uns, dass wir die Autonomie der Patienten und die Würde des Patienten schützen und erhalten, und zwar wirklich bis zum Versterben. Und dazu gehört eben eine gute Symptomkontrolle. Dazu gehört es, Ängste zu therapieren oder auch Schmerzen. Akzeptanz von Tod und Sterben als Teil des Lebens, das habe ich von der Cicely Saunders praktisch geklaut. Und wichtig ist, dass wir den Tod weder beschleunigen noch hinauszögern. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch das, dass wir in der Palliativmedizin eine aktive Sterbehilfe ablehnen und auch verhindern wollen. Also wir denken, wenn wir einen Patienten von seinen Symptomen, mit seinen Symptomen so gut behandeln können, dass sie praktisch nicht mehr sein Leben diktieren, dann hat dieser Patient auch nicht unbedingt den Wunsch, sein Leben früher zu beenden. Das steht auch für die Palliativmedizin. Es geht um High Person, Low Technology. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Aussage. Es geht nicht um die medizinisch-technische Medizin. Es geht um das ethisch-verantwortliche
vertretbare, nicht um das, was man machen kann. Natürlich können wir Patienten mit einer Niereninsuffizienz für lange Zeit dialysieren. Wir können Patienten beatmen. Aber das ist natürlich nicht das, was wir unter Palliativmedizin verstehen, weil es in bestimmten Situationen nicht sinnvoll ist. Das würde das Leben verlängern, aber einen Zustand verlängern, wo der Patient sich nicht verabschieden kann, wo die Angehörigen sich nicht verabschieden können aktiv. Und das macht das Versterben eher schlechter als besser, muss man sagen. Und das ist es eben, wir wollen Lebensqualität und nicht Lebensquantität. Also wir wollen ihr Leben nicht länger machen in der Palliativmedizin, aber ein Stückchen besser. Wann fängt Palliativbetreuung eigentlich an? Da gibt es verschiedene Ansichten, die sind hier aufgezählt. Ich glaube, es reicht, wenn wir über die letzte Definition uns Gedanken machen oder das diskutieren. Palliativmedizin fängt mit der Diagnosestellung einer lebensbegrenzenden Erkrankung an. Früher war das anders. Früher kam die Palliativbetreuung praktisch, also wenn es hieß, hier können wir nichts mehr machen. Austherapiert, dieses schreckliche Wort austherapiert. Da kam die Palliativmedizin ins Spiel und die hat auch letztendlich mit dem Tod des Patienten geendet. Das hat sich gewandelt und deswegen fand ich die letzte Definition auf dem Dia auch die beste. Palliativmedizin beginnt tatsächlich dann, wenn eine unheilbare Erkrankung vorhanden ist. Und Palliativmedizin heißt ja auch, dass wir Patienten vorbereiten, dass wir Angehörige vorbereiten, dass wir sagen, wir können diese Erkrankung nicht heilen. Wir können aber bis zum Ende, bis zum Versterben etwas tun für die Patienten und Patientinnen, auch für die Angehörigen. Und es fängt vielleicht hier an, indem wir über Vorsorgevollmächte reden oder über eine Patientenverfügung sprechen, die auf jeden Fall im Moment einer praktisch unheilbaren Erkrankung eine große Rolle spielt. Vielleicht auch für alle anderen, aber auf jeden Fall in diesem Stadium. Und dann sehen Sie, wir machen onkologische Therapien. Es lässt sich darüber streiten, wie lange man die machen soll, habe ich ja gerade schon so ein bisschen kritisch angemerkt. Aber Sie sehen, die palliativmedizinische Betreuung, die nimmt immer wieder mal mehr Stellenwert ein, dann wieder weniger, je nachdem, wie es dem Patienten geht. Und irgendwann nimmt sie den ganzen Raum ein, aber sie endet nicht mit dem Tod des Patienten, sondern sie geht hier weiter für die Angehörigen in Form einer Angehörigen Anbindung oder zumindest indem wir den Angehörigen die Möglichkeit geben, dass sie auch weiterhin mit uns in Kontakt bleiben können, weil auch das kann in der Bewältigung des Versterbens eines Angehörigen auch hilfreich sein. Man hat dann auch untersucht, wann soll man wirklich einsteigen mit der Palliativmedizin. Das ist eine Studie, die ist jetzt 10 Jahre alt. Die hat damals ziemlich eingeschlagen. Das war, glaube ich, 2010 eine der meistgelesenen Publikationen überhaupt. Nicht nur in der Onkologie, weil das war eine Studie bei Patienten mit Lungenkrebs. Und die eine Hälfte der Patienten hat eine Standardversorgung bekommen und die andere Hälfte hat Standardversorgung plus palliativmedizinische Betreuung erhalten. Und das Sensationelle an dieser Studie war, dass die Patienten, die palliativmedizinisch mitbetreut wurden, sogar ein kleines bisschen länger gelebt haben. Warum könnte das so sein? Vielleicht, weil eben nebenwirkungsreiche Therapien früher abgesetzt wurden. Das Ganze wurde in den letzten Jahren auch immer wieder kritisch diskutiert mit diesem Überlebensvorteil. Aber was nicht wegdiskutiert werden konnte, ist, dass die Lebensqualität sowohl von Patienten als auch von Angehörigen besser war in der Gruppe der Patienten, die palliativmedizinisch mitbetreut wurden. Und deshalb hat die amerikanische Krebsgesellschaft als erste, dann auch die europäische und die deutsche hinterher, einen Standard definiert, und zwar, dass Palliativmedizin und palliativmedizinische Versorgung von Anfang an ein Teil einer
nicht heilbaren Tumorerkrankung sein soll. Und es ist jetzt auch schon an die 10 Jahre, dass diese Empfehlung und dieser Standard gilt. Wichtig ist, dass wir durch Therapien und auch durch überflüssige Diagnostik die verbleibende Lebensqualität nicht verschlechtern. Es geht um die Symptomlinderung und natürlich auch um eine Trauerbegleitung nach dem Tod. Es werden alle Bedürfnisse von Patienten, aber auch Angehörigen berücksichtigt, wobei natürlich der Patient immer ein Stückchen im Vordergrund steht. Das ist ja, glaube ich, völlig klar. Wir wollen offen auch über Tod und Sterben reden können. Es ist auch so, dass das auf einer Palliativstation durchaus immer wieder auch Thema ist. Wir haben ein Ziel, nämlich uns besonders Zeit auch für Sie zu nehmen. Und natürlich hinterfragen wir sehr kritisch lebensverlängernde Maßnahmen, wobei wir natürlich bestimmte Dinge auch auf einer Palliativstation machen würden. Also es ist durchaus so, wenn es der Symptomkontrolle dient, dass wir auch Patienten transfundieren auf einer Palliativstation. Schließt sich nicht aus. Es ist eine Teamwork zwischen Patienten und Angehörigen, Würde, Haltung, Menschlichkeit und vor allem Respekt voreinander. Das bestimmt unsere Arbeit. Neben Empathie, hoffentlich Flexibilität und Kommunikation und Reflexion ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und wir wissen, dass palliative Versorgung Raum, Zeit und Menschen braucht, die das dann auch wirklich leben. Und das wollen wir tun. Hier das Leitbild auf unserer Palliativstation, das da auch aushängt, weil wir wollen eben auf der Palliativstation Ihnen einen Ort bieten, wo es um die Symptomkontrolle geht, wo es um Sie geht, wo es um die Angehörigen geht, aber wo auch ein würdevolles Sterben natürlich möglich ist, wenn das eben der Weg ist. Und ansonsten gilt, das Ziel ist eine Verlegung in die Umgebung oder eine Entlassung in die Umgebung, in die es der Patient wünscht. Wir haben eine Reihe von professionellen Teammitgliedern, Ärzte und Pflege ist klar, Psychoonkologen und Seelsorger. Wir haben aber auch Physiotherapeuten, Logopäden. Wir haben natürlich auch einen Entlassungsdienst und Sozialdienst, der uns auch unterstützt bei den Entlassungen und Verlegungen. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem Schmerzteam in Altona zusammen, mit Pain Nurses, die also sich besonders in der Schmerztherapie auskennen. Wir haben Ernährungsberater, die uns unterstützen. Eine Reihe von ehrenamtlichen Mitgliedern, die gerade in der Palliativmedizin auch einen besonderen Stellenwert haben. Und wir bieten künstlerische Therapien, von denen ich immer extrem beeindruckt bin, was die für Patienten machen, was die aus Patienten manchmal rausholen. Also wir sehen manchmal Bilder, das ist unglaublich, also wirklich tolle Kunst. Und wir sehen auch, wie Musiktherapie unheimlich dazu beiträgt, angespannte Stimmung zu entspannen und so weiter. Also ein fester, integraler Bestandteil. Und ich habe zwischendurch ja einmal gesagt, man hat untersucht, wo wollen eigentlich die Deutschen sterben. Und wenn Sie das Kuchendiagramm jetzt anschauen oder den Bagel oder Kringel, dann sehen Sie, die meisten möchten zu Hause sterben. Also kann natürlich die Palliativstation nicht das Ende des Weges sein, sondern es muss unser Ziel sein, den Wunsch des Patienten zu erfüllen und eben diesen letzten Wunsch, ich möchte zu Hause sterben, erfüllen zu können und dann aber weit abgeschlagen die Patienten, die dann auch in Hospizeinrichtungen versterben möchten. Wie sieht es jetzt aber in der Realität aus? Der gewünschte Sterbeort, wie gesagt, ist in 76% der befragten Patienten zu Hause gewesen, also die häusliche Umgebung. Aber tatsächlich sind nur 20% in der Häuslichkeit verstorben. Und das ist sicher eine Geschichte, an der wir alle arbeiten müssen, weil eigentlich sollte es wirklich unser oberstes Ziel sein, dem Patienten es zu ermöglichen, zu Hause zu versterben, wenn sie das möchten. Was dazu beiträgt, ist, dass die
Kollegen mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin stetig angestiegen sind. Also es sind immer mehr Kollegen da, vor allem auch im ambulanten Bereich. Und das macht es uns halt zunehmend leichter möglich, Patienten auch in die Häuslichkeit zu entlassen, auch wenn sie schwerst krank sind. Es gibt verschiedene Versorgungsformen. Ich habe jetzt viel über die stationäre Versorgung, über die Palliativstation schon gesprochen. Stationäre Versorgung umfasst auch das Hospiz, Pflegeheime oder auch normale Stationen. Auch dort versterben ja Patienten. Unter der ambulanten Versorgung versteht man erstmal die allgemeine Palliativversorgung, die der Hausarzt leitet. Und es gibt natürlich auch die spezialisierte Palliativversorgung, die SAPV. Das ist ein Begriff, den Sie sicher schon gehört haben. Eben die spezialisierte ambulante Palliativversorgung ermöglicht. Also das bereichert unsere Tätigkeit als Palliativmediziner enorm und macht es uns eben wirklich möglich, dass wir Patienten nach Hause entlassen. Das sind die Strukturen, die sich kümmern, AAPV, also allgemeine ambulante Palliativversorgung und spezialisierte ambulante Palliativversorgung, dann der Hospizdienst, die Palliativstation und Hospize. Die allgemeine ambulante Palliativversorgung muss es natürlich geben und 80% also in der ambulanten Situation versterben unter einer ambulanten Palliativversorgung, unter einer guten Betreuung durch Hausärzte beispielsweise. Wenn das nicht ausreicht an therapeutischen Möglichkeiten, dann kommt die SAPV ins Spiel, eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die täglich 24 Stunden am Tag ermöglicht wird. Es gibt einen Rechtsanspruch seit 2007 auf diese Versorgungsform und im Prinzip zeichnet sie sich dadurch aus, dass auf Abruf ein sehr speziell ausgebildetes Pflegeteam, ähnlich wie auf einer Palliativstation, im ambulanten Bereich da ist, vor Ort sein kann und eine Symptomkontrolle vornimmt. Also wenn ein Patient im ambulanten Setting nachts um 3 wahnsinnige Schmerzen hat, dann kommt jemand von diesem Palliativteam und kümmert sich. Oder die Angehörigen werden instruiert, was zu machen ist. Und jedem Palliativteam steht auch ein Arzt zur Verfügung, ein Palliativmediziner, der eben in ganz bestimmten Notsituationen auch rund um die Uhr erreichbar ist. Also sicher eine wahnsinnige Bereicherung für die Palliativversorgung außerhalb der Krankenhäuser, die wahnsinnig viel möglich macht. Ich erinnere Fälle, wo wir Patienten entlassen haben, ganz urplötzlich die Entscheidung kam, ich will jetzt nach Hause. Und mir bleibt vielleicht nur noch 1 oder 2 Tage und ich brauche aber sofort zu Hause auch Hilfe. Und das machen diese SAPV-Teams möglich. Also das ist wirklich eine wahnsinnig bereichernde Entwicklung, die wir da in den letzten Jahren erlebt haben und also auf die wir echt wirklich stolz sein dürfen. SAPV kann jeder Arzt verordnen. Das muss kein Palliativmediziner sein. Das ist ein spezielles Formular oder Rezept auch, wo man eben rechtfertigen muss, warum man eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung braucht. Da muss eine komplexe Symptomatik vorliegen. Komplexe Schmerzen zum Beispiel wäre so etwas oder Ängste. Oder Verwirrtheitszustände. Also das muss man rechtfertigen und dann kann man es für eine gewisse Zeit verordnen und es muss danach verordnet werden. Unterstützt werden wir durch ambulante Hospizdienste im häuslichen Setting. Es gibt rund 100.000 Ehrenamtliche, die in der Hospizbegleitung aktiv sind, also die auch großartige Unterstützungsarbeit in der Betreuung dieser Patienten leisten. Hospize sind stationäre Einrichtungen. Bundesweit gibt es 260 stationäre Hospize. In Hamburg muss ich jetzt tatsächlich nachdenken, sind es glaube ich 13 mittlerweile, die eben auch eine stationäre Versorgung von Palliativpatienten möglich machen. Die haben alle ihren eigenen Charme und Charakter, muss man sagen.
Und Hospize sind natürlich auch eine große Unterstützung, wenn man sieht, im häuslichen Setting sind Angehörige praktisch überfordert mit der Pflege von sterbenden Patienten. Und dann ist ein Hospiz sicher eine extrem gute Alternative, weil das hat nichts mit Krankenhaus Geruch zu tun. Das ist wirklich auch ein sehr häusliches und familiäres Setting und eine tolle Umgebung, um eben auch hier ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Kurz nochmal zu den Palliativstationen. 15% der Krankenhäuser in Deutschland verfügen mittlerweile über eine Palliativstation. Das sind in Deutschland circa 350, die wir haben. Das ist jetzt ein bisschen klein geraten, leider. Ich wollte Ihnen einfach zeigen, wo Hamburg steht. Wir haben eine überdurchschnittliche Hospizversorgung. Wir haben auch eine, ja, im mittleren Drittel liegende Versorgung mit Palliativstationen. Wir sind sehr gut ausgestattet mit ambulanten Hospizdiensten und auch mit SAPV-Teams. Da liegen wir auch eher im oberen Drittel bundesweit gesehen. In Europa, wo steht Deutschland da? Hier ist Deutschland, auch hier ist eher im mittleren Drittel, ziemlich in der Mitte genau. Da sind skandinavische Länder ganz vorne, England auch. Klar, da wurde ja die Palliativmedizin, das war ja die Wiege der Palliativmedizin, aber ich glaube, wir können uns in Deutschland da auch ganz gut sehen lassen. Und das hier ist jetzt mein letztes Dia. Ich wollte Ihnen Cicely Saunders einmal zeigen. Sie ist 2005 als Dame verstorben. Also sie wurde als Dame, also ich weiß nicht, wie man es da nennt. Also sie wurde nicht zum Ritter geschlagen in England, aber sie wurde in den Status Dame erhoben für ihre Leistungen in der Hospizbewegung und Palliativmedizin. Und sie hat etwas gesagt, was ich mir immer zu Herzen genommen habe, wenn ich auf der Palliativstation gearbeitet habe. Eigentlich sollten Sie die Cicely Saunders zum Schluss sehen. Das ging jetzt leider aufgrund der Schaltung hier nach Westerland nicht. Aber sie hat gesagt, das Sterben eines Menschen bleibt als wichtige Erinnerung zurück bei denen, die weiterleben. Aus Rücksicht auf Sie, aber auch aus Rücksicht auf die Sterbenden ist es unsere Aufgabe, einerseits zu wissen, wie was Schmerz und Leiden verursacht, andererseits zu wissen, wie wir diese Leiden effektiv behandeln können. Denn, und das ist Ihr Fazit und dem schließe ich mich an, was immer in den letzten Stunden geschieht, kann viele Wunden heilen, aber es kann auch in unerträglicher Erinnerung enden. Und das zu verhindern, das ist unser großes Ziel. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass die Palliativstation nicht das Ende des Weges sein soll, dass es auch danach weitergeht, dass auch da auf der Palliativstation weitergeht. Und mit Freude habe ich vor ein paar Stunden noch dieses Dia eingefügt, weil wir sind heute von der Europäischen Krebsgesellschaft haben wir den Bescheid bekommen, dass wir wieder akkreditiert sind als ein Zentrum für integrative Onkologie und Palliativversorgung. Wir sind zum zweiten Mal mit dem Zertifikat geehrt worden und wie gesagt, das kam vor ein paar Stunden und wir sind natürlich sehr stolz drauf, dass wir es wieder erhalten haben. Das steht also für eine gute Qualität in unserer palliativmedizinischen Versorgung. Und deswegen konnte ich mir das jetzt nicht verkneifen, Ihnen das einmal auch zu zeigen. Damit wäre ich am Ende. Ich sage schon mal danke fürs Zuhören. Die Frau Schmitz und ich erwarten jetzt aber auf jeden Fall eine Menge von Fragen aus Ihren Reihen im Chat. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dann lassen wir uns überraschen. Wir können ja uns so ein bisschen unterhalten, bis sich jemand Ja. traut, die erste Frage zu stellen. Frau Schmitz, Sie waren ja jetzt längere Zeit im Hamburger Umland tätig. Ja. Wie sieht
denn da so aus mit der Palliativversorgung? Ich habe ja jetzt über Hamburg gesprochen. Das ist vielleicht auch so ein Elfenbeinturm, in dem wir leben. Wie ist es denn bei Ihnen gewesen auf dem Land? Ja, es war ländlich, also ich muss sagen, auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den ambulanten SAPV-Teams, auch eben auch die Situation schnell nach Hause und Klassiker Freitagnachmittag und es muss noch organisiert werden und muss ich sagen, war eine tolle Unterstützung immer von denen auch vor Ort, dass man die auch direkt anrufen konnte, mit denen kurzfristig besprechen konnte. Auch unser Sozialdienst vor Ort im Krankenhaus war da immer sehr hilfsbereit und sehr tatkräftig. Und das muss ich sagen, fand ich sehr, sehr gut und bin froh, dass es so ein ambulantes Netzwerk auch gibt, dass man auch mit denen immer wieder in Kontakt tritt. Also eine Frage, oder ob man die Folien auch downloaden kann. Glaube, das geht jetzt an die Frau Puhl, die uns im Hintergrund hier technisch betreut. Also von meiner Seite her, ich gebe die Folien gerne frei und stelle die zur Verfügung. Frau Puhl, können Sie da irgendwas sagen? Ist geplant, das auf einer Wird über neuen. YouTube aufgezeichnet, soll ich gerade einmal Ah. mitteilen. Und da sieht man die Folien dann sozusagen auch hintereinander. Genau, das scheint auch angenommen worden zu sein. Und ansonsten gerne nochmal irgendwie per Mail melden und dann findet man auch eine Lösung. Genau, also wir können die Ihnen auch schicken. Das ist kein Problem. Genau. Traut sich noch jemand? Also kann auch noch mal zum Beispiel sagen, ich habe meine Weiterbildung für die Palliativmedizin in Göttingen gemacht, also die Kurse unter anderem, die man machen muss für die Weiterbildung. Und muss sagen, da war eben auch ein super Organisation der ambulanten palliativen Versorgung, aber auch im Hospizbereich und auch auf der Palliativstation. Die haben also ein sehr ausgedehntes Netzwerk, unter anderem auch Kinderpalliativdienste, die dann auch teilweise bis zu 80, 90 Kilometer fahren, um Kinder im Umland, im ländlicheren Bereich dann auch zu betreuen oder auch ältere Leute. Aber das fand ich schon auch sehr beeindruckend, was eben möglich ist und was man alles erreichen kann, wenn viele Leute mitmachen und da ein gutes Team sich entwickelt. Absolut. Da kommt eine Frage, jetzt wollen wir mal gucken. Wie bitte? Ja. Okay, ich glaube, das Okay, ist ich glaube, wir sollten es nicht in die stehen Öffentlichkeit lassen. Ich heißt. glaube, das ist falsch gelaufen. Die Frage kommentieren wir nicht. Ja, was können wir unseren Zuhörern noch mitgeben? Also ich von meiner Seite würde sagen, nutzen Sie die Chance, sich rechtzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sie werden da auch hundertprozentig von Ihren betreuenden Ärzten unterstützt. Es wird sich oft nicht getraut, das zu thematisieren, weil es natürlich auch ein trauriges Thema ist, was mit Abschied nehmen zu tun hat. Und der Abschied wird kommen und es geht uns darum, das einfach zu erleichtern. Und je größer der Abstand ist bis zu dem konkreten Ereignis, desto leichter kann man über manche Sachen nachdenken, wie zum Beispiel eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht. Das kann ich Ihnen allen raten. Man kann darüber sprechen, auch wenn es vielleicht manchmal ein paar Anläufe benötigt. Ich kenne das auch. Also ich bin auch Tochter von Eltern, die älter werden. Und auch mir ist es wirklich schwer gefallen, das mal mit meinen Eltern zu besprechen. Aber wenn man dann mal drüber redet, und das im Fluss ist, dann kann man ganz, ganz viel rausfinden und sich auch noch mal kennenlernen, muss ich sagen. Und das wäre so mein Rat an Sie. Das ist nochmal eine Frage. Ich stelle die einfach mal in den Raum. Wann ist
wann ist die Zeit fürs Hospiz? Wie kann ich das erkennen und wer entscheidet das eigentlich, wer wann wo ins Hospiz verlegt wird? Also die Entscheidung, kann ich schon mal sagen, trifft man gemeinsam, sei es im Krankenhaus, sei es mit dem niedergelassenen Palliativmediziner oder betreuenden Arzt zu Hause, mit dem Patienten gemeinsam. Man kann sich immer wieder Informationen darüber holen. Man kann auch mit den Hospizen in Kontakt treten und dort sich Informationen holen. Ja, wann ist die Zeit fürs Hospiz? Schwierig zu beantworten, finde ich. Ich denke, dass es, wenn eine Versorgung auch zu Hause nicht möglich ist, wegen auch Situationen wie Überforderung der Angehörigen und auch oder weil keiner da ist und man auch nicht durch einen Pflegedienst ausreichend versorgt werden kann und wirklich auch in vielen Bereichen eine Rundumbetreuung braucht, dann könnte man zum Beispiel zunächst Palliativstation und auch dann eine weitere Betreuung in einem Hospiz überlegen. Genau, ja. Und wie man das erkennen kann, ich denke, durch Gespräche, durch gemeinsame Gespräche mit den dafür Betroffenen und auch mit den Angehörigen und überlegen, wie kann man es weiter die Betreuung verbessern oder stabilisieren. Aber ich finde es eine sehr gute Frage, weil es ist auch nicht einfach zu beantworten, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist, also muss man sicher situationsabhängig entscheiden. Und so wie Sie sagen, Frau Schmitz, ist immer eine gemeinsame Entscheidung, hauptsächlich innerfamiliär, würde ich sagen, zwischen den Angehörigen und dem Patienten. Und auch da muss man, glaube ich, sehr ehrlich sein und darf sich als Angehöriger auch nicht ständig überfordern. In einem Hospiz wird einem viel Arbeit abgenommen, viel Pflegearbeit abgenommen und das kann dazu führen, dass man ganz viel mehr Zeit gewinnt auch und good quality time, sage ich jetzt mal, zusammen. Und so sollte man es entscheiden. Denke ich auch. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank vor allem an Frau Dr. Schilling. Ich bin froh, dass das jetzt so spontan auch noch geklappt hat. Ja. Es kommen keine Fragen mehr. Ich hoffe, wir konnten Ihnen interessante Informationen bieten heute Abend. Wie gesagt, wenn Sie weitere Fragen haben, Sie können uns in Altona auch jederzeit erreichen. Sie können sich das auf YouTube, habe ich es richtig verstanden? Genau, richtig. Ist nicht so ganz mein Kanal, aber Sie können es dann auf YouTube auch nochmal angucken. Und wie gesagt, wir hoffen sehr, dass wir ein bisschen Licht in das vielleicht manchmal etwas dunklere Thema bringen konnten. Und ja, dann wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Es ist ja St. Martinstag heute. Stimmt. In meiner Heimat käme jetzt der Pelzmärtel mit dem roten Mantel und dem weißen Bart. Jetzt sitze ich aber ja dummerweise auf der Insel. Da wird er, glaube ich, jetzt nicht vorbeikommen. Aber vielleicht bei Ihnen zu Hause. Auf jeden Fall einen schönen Abend und vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Auch von meiner Seite noch einen schönen Abend und vielen Dank.